Willkommen zum Linkster Talks, heute mit dem Autoren, mit dem Autor Jannik Niggemann, der hier bei uns heute nur Jan Niggemann heißt. Das kann man aber halten wie Dachdecker, wie man so schön sagt, wie man ihn nennt. Ich werde ihn wahrscheinlich immer unterschiedlich nennen. Jan, du hast gerade viele Veröffentlichungen, viele Texte zum Thema Klassismus gemacht. Unter anderem in dem Sammelband von Francis Seeg und Brigitte Teissel, solidarisch gegen Klassismus, aber unter anderem auch in der Broschüre der Jugendbildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung über so Bildungsbausteine zu Klassismus. Und deswegen dachten wir, wir laden dich heute mal ein, um über Klassismus und darüber zu reden. Und da vielleicht erstmal an dich die Frage: Warum reden denn jetzt alle von Klassismus und nicht von Klasse oder von Bourdieus Kapital, sondern von Klassismus? Ja, Fabian, danke für die Einladung, auch an Linksnet und die Kolleginnen hinter der Kamera für die ganze Arbeit, die ihr macht. Danke dafür. Ich glaube, dass über Klassismus gesprochen wird, hat mehrere Gründe. Das eine ist, es wird schon sehr lange über Klassismus gesprochen, aber selten gehört. Also es gab viele Arbeiten auch von gerade aus der feministischen Bewegung, aus der antirassistischen Bewegung in den USA, aber auch in Deutschland, die seit sehr, sehr langer Zeit versuchen, Klassismus als eine Form von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung zu droppen und zu sagen, das ist ein Begriff, mit dem wir arbeiten können und mit dem wir auch arbeiten müssen. Und vor allen Dingen auch als Selbstkritik in Gruppen, die sich als kritische, linke oder emanzipatorische Gruppen verstehen, um zu sagen, wie können wir denn verstehen, dass in diesen Gruppen Ungleichheit weiterwirkt und die nicht einfach freie Räume sind, die frei sind von Gewaltverhältnissen? Ich glaube, ein sozialer Grund ist tatsächlich, dass einfach die Schere zwischen Arm und Reich gerade massiv auseinandergeht. Und dass es, wie Marx das so schön gesagt hat, ist eine permanente Situation eigentlich von Klassenkämpfen gibt, mit dem Problem, dass die Klassen, die ihn führen, gut organisiert sind und alle anderen eher desorganisiert sind, was natürlich damit zu tun hat, dass es Spaltungen gibt in der Gesellschaft, die in Gruppen eingeteilt zu werden. Und mit diesen Gruppeneinteilungen ist dann eben verbunden, dass man verschiedene Ressourcen und Zugänge und Machtpositionen bekommt. Und dass über Klassismus gesprochen wird, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass es in Deutschland mal eine relative Öffnung von Schulen und Unis gab, zumindest in der BRD. Und das hat aber auch was mit den Erfahrungen zu tun, welchen Status Bildung in Ostdeutschland hatte. Also es gibt da verschiedene, sehr, sehr vielseitige Erzählungen darüber. Nur um es mal kurz zu machen, würde ich aber sagen, diejenigen, die von Klassismus betroffen sind und sind das auch in kritischen Gruppen und auch in linken und sozialen Bewegungen. Und die haben keinen Bock, immer nur abstrakt über Klasse zu sprechen, während gleichzeitig sie den Mund halten sollen, wenn es dann um konkrete Politikformen geht oder um Pädagogiken oder um eine bestimmte Form, wie man mit Theorie umgeht, weil bestimmte Sachen halt Zeit und Geld kosten und die Ungleichheit sich auch in den kritischen Gruppierungen dann verstärkt. Und wenn darüber nicht gesprochen wird, dann halten halt die den Mund, die eigentlich was zu sagen haben, und das reden die, die immer reden, und das ist halt nicht das, wo das Neue raus entsteht. Insofern gibt es gerade ganz viele Bücher, Publikationen, es gibt total viele Podcasts, es wird massiv aufgegriffen, und ich würde sagen, das ist gut, und das hat natürlich ein paar Nachteile, können wir ja drüber sprechen. Ja, vielleicht sprechen wir auch gleich darüber. Also, um jetzt mal sozusagen ein bisschen polemisch anzugehen. Also eigentlich muss ich natürlich jetzt einen neuen Begriff lernen, obwohl man, also ich habe kein Abitur oder so. Und ich fand diese Bourdieu-Kapitalanalysen ganz nett, fand dann auch ganz gut, dass da Didier Eribon und so dann diese französischen Linken so damit eigentlich gearbeitet haben. Warum arbeitet man mit diesen Begriffen nicht weiter, mit kulturellem Kapital, sozialem Kapital, symbolischem Kapital und so? Das wird Ach, ja Leute, gemacht. Also das ja. Interessante ist ja, die Fronten, die es dann in Social Media gibt, sind halt total oft sehr grob und sehr holzschnittartig und ehrlich gesagt oft auch so, dass sie die Debatte eher zerstören und desorganisieren. Und ich würde sagen, also für eine andere Sicht auf die Welt brauchst du eine Perspektive, womit du Sachen sehen lernst, die du vorher nicht gesehen hast, und dafür brauchst du Begriffe. Du brauchst auch Begriffe, um eine eigene Praxis zu beschreiben, die anders ist als die offiziellen Erzählungen. Also jede linke Bewegung braucht Konzepte, Begriffe,
die erfunden werden, um Analyse mit Theorie und Praxis zu verbinden und dann auch eigene Politikformen zu erfinden. Das war Klasse ja auch. Also im Kommunistischen Manifest wurde beispielsweise Klasse ja als ein politisch-strategischer Begriff entworfen, der dann auch kritisiert wurde dafür, dass er analytisch eher unscharf ist. Das zieht sich bis heute auch durch, ob Klasse jetzt nur ökonomisches Kapital und das Kapitalverhältnis meint, wie es Marx auffasst, oder ob Klasse auch im Anschluss an Marx und Gramsci die Cultural Studies und weitere theoretische Ansätze wie die Postcolonial Studies oder wie auch an soziale Bewegungen wie die Prolo-Lesben-Bewegung, die halt Klasse immer auch verstanden haben als etwas, was Ergebnis einer Analyse ist. Also wenn sich Leute mit einem Konzept und einem Begriff von Klasse anschauen, was sehen wir denn, wenn wir bestimmte Begriffe benutzen? Und da ist Bourdieus Kapitaltheorie einerseits eine Pluralisierung, also eine Ausbreitung, eine Vervielfältigung der Perspektive, und andererseits gibt es aber auch eine Kritik daran, nämlich zu sagen, damit wird jetzt nicht auf dem Niveau gesprochen, dass Marx mit einer Kapitaltheorie, wie er die also mit einer Mehrwerttheorie, mit einer Arbeitsteilungstheorie, wie er sie vorgelegt hat, eigentlich nicht sozusagen Schritt halten kann. Und gleichzeitig gibt genau dieser Bourdieu halt viele verschiedene Anlässe zu sagen, es gibt Formen der Abwertung, die braucht auch eine Struktur, die auf Ausbeutung basiert, damit nämlich diejenigen, die ausgebeutet werden, auch sozusagen, ob sie wollen oder nicht, daran mitarbeiten, indem sie nämlich Perspektiven übernehmen, in denen sie selber denken, das ist der Lauf der Geschichte, das ist die Natur, das ist Gesetz, das ist Gottes Wille, dass wir die Position haben, die wir haben. Und viele Leute, die aufgestiegen sind, kennen halt diese Formen der Abwertung, die sie dann mitnehmen, mittragen, auch internalisiert haben. Und dafür braucht es ein eigenes Konzept. Und ich glaube, der Klassismusbegriff kann das leisten. Und der Begriff alleine ist noch nicht alles, sondern das ist bei Klasse und bei Klassismus so, es kommt darauf an, wer greift das eigentlich auf, um damit was zu tun. Und damit sind wir mittendrin in den Auseinandersetzungen. Und ich finde das aber wichtig zu sehen, dass offensichtlich mit einem Begriff, der jetzt auch viel diskreditiert wird oder als zu weich oder zu schwach oder zu schwabbel, also zu wabernd, zu unscharf gelabelt wird, dass damit sehr viele, sehr präzise Beschreibungen von verschiedenen Erfahrungen gemacht werden können. Und dann ist natürlich die Frage, will man dabei stehen bleiben, Erfahrungen zu beschreiben? Nein, natürlich nicht. Also Bell Hooks warnt beispielsweise davor zu sagen, dass es so eine Autorität der Erfahrung gibt, mit der man dann nur sprechen kann, wenn man eine bestimmte Erfahrung hat. Und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig zu sagen, wie kann ich sprechen von einem bestimmten Standpunkt aus und nicht mich auf den allgemeinen Standpunkt stellen, auf den Feldherrenhügel, von dem aus ich dann die Welt erkläre, was sehr viele Leute machen. Gerade die Zeitungen sind voll davon. Das ist auch, glaube ich, etwas, was man dann lernt in der Journalistinnenausbildung. Es gibt zumindest einige Prachtexemplare, an denen sich das beispielhaft vorführen ließe, aber vorführen ist gar nicht unser Ding. Denn genau diese Form von Klassifizieren ist halt etwas, das hilft da nicht unbedingt weiter, sondern eher die Frage, wie hängt meine Position eigentlich zusammen mit dem, wie ich mögliche Wege von dieser Position wegdenken kann? Und denke ich das eigentlich nur als Karriere oder denke ich das als eine Aufgabe, wie ich mich in soziale Bewegungen einmische? So würde ich es erstmal vielleicht sehen. Ja, dann machen wir doch bei so einem Punkt weiter. Also du würdest nicht sagen, dass du nur noch von Klassismus redest, sondern du würdest schon von Klassengesellschaft und von Klassismus reden und würdest auch eine Klassenanalyse nach wie vor machen und würdest nicht sagen, dass der Klassismusbegriff ersetzt, über ökonomische Ungleichheiten in dieser Gesellschaft zu reden. Nein, ich glaube, der Anspruch ist nicht, dass das damit gemacht wird. Aber es passiert natürlich. Also wenn Olaf Scholz sagt, ich bin gegen Klassismus und er ist einer der neoliberalen Vertreter der sogenannten schwarzen Null, also der No-Schulden-Politik, was bedeutet, dass der europäische Süden lohngedammt wird, das bedeutet, dass es weniger soziale Absicherungsmechanismen gibt und so weiter, dann ist das natürlich eine Farce und Begriffe können natürlich angeeignet werden von starken Positionen und Playern im Diskurs. Ich würde, das habe ich in meinem Text auch versucht zu schreiben, ich würde versuchen, Klassismus selbst zu benutzen als etwas, was bestimmte Dimensionen von Klasse thematisieren hilft. Und ich würde den Klassenbegriff dazu nutzen, um zu sagen, innerhalb von welchem Rahmen einer Theorie ist es eigentlich sinnvoll, von Klassismus zu sprechen, weil beide thematisieren natürlich verschiedene Aspekte und Facetten von Ungleichheit.
Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob du einen Begriff hast, wo du dann Phänomene hast, wo du den Begriff sozusagen dran klebst, wie so Preisschilder, und dann einfach selber in so eine Logik kommst, nur zu klassifizieren, oder ob du eine gesellschaftstheoretische Begründung machst, die sagt, ah, es gibt offenbar Ausbeutung, die nicht nur über Ökonomie funktioniert, sondern auch über den Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit oder über rassistische Segregationsmechanismen und über globale Arbeitsteilung. Und jetzt kann man immer sagen, das ist darin mitgemeint, aber in gewissem Sinne ist da eine Spannung drin, mit welcher Theorie, oder ich glaube auch nicht, dass es eine Theorie geben muss, aber da bin ich auch unentschlossen. Ich würde trotzdem die Frage stellen oder ein Problem markieren. Ich habe das mal so grob zusammengefasst unter dem Slogan Klassismus ohne Klassen. Es gibt nämlich ganz viele Leute, die fangen an, Klassismus zu benutzen, wie so ein Etikett und wie so ein Preisschild und wie ein Hashtag. Können sie auch machen, aber das ist vielleicht nicht das, was Leute machen wollen, die sowas wie eine neue Arbeiterinnenbewegung im Sinn haben oder eine globale soziale Protestbewegung. Für die reicht das nicht, weil für die ist dieses Klassifizieren selber ein Teil des Problems. Und wie Klassifikationen problematisch sind, kann man aber zum Beispiel von queeren Bewegungen lernen. Und in denen gibt es aber auch Klassismuskritik. So, also ich finde eher eine Haltung gut, die versucht, die Schwachstellen der jeweils anderen Argumentation so miteinander in einen Dialog zu bringen, nicht dass am Ende Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass klar ist, vielleicht gibt es was zu lernen von einer Kritik, die auch wirklich was anspricht. Und man kann zum Beispiel auch nicht ein Klassenverständnis nach wie vor aufrechterhalten, wo immer gesagt wird, es geht um die Ökonomie und dann geht es nicht um die Verteilung der Sorgearbeit. Dann geht es nicht darum, dass Europa sich nach außen abschottet, ne? Und dann geht es auch darum zu sagen, wer soll denn die Klasse sein? Also aus was soll die Klasse denn zusammengesetzt werden? Mhm. Ist das der weiße, durchschnittliche Arbeiter, wie Sarah Wagenknecht den vorstellt und sich damit in die Nähe von Menschen wie Palmer und Sarrazin stellt? Oder ist Klasse etwas, was immer schon sozusagen sich auf die Seite derjenigen stellt, die es am schlechtesten trifft und die es am miesesten haben? Und dann ist natürlich die Frage, welche Geschichten gibt es eigentlich aus den vergangenen Kämpfen, die gesagt haben, wir wollen das aber Klasse nennen. Und wie reagiert dann Klassismus beispielsweise darauf? Also es gibt schon auch eine Tendenz zu sagen, Marxismus ist schlecht, weil die gucken sich nur Ökonomie an, und eine Gefahr dabei ist natürlich zu sagen, man übersieht die antikolonialen Befreiungsbewegungen, man übersieht den sozialistischen Feminismus, man übersieht Ansätze der ganzen Care-Debatte, man übersieht, dass Marxistinnen auch darauf hingewiesen haben, dass es erstmal eine ursprüngliche Ausbeutung gegeben hat, ne, in den Kolonien, also die mit Landraub, mit Naturzerstörung und mit Sklaverei in der Ehe zu tun hat und. Also es gibt eine ganze Reihe an kritischen Geschichten und Erzählungen, die man jetzt auch nicht zu schnell über Bord werfen sollte, nur weil es einen neuen Begriff gibt. Das heißt, also es ist sowohl wichtig zu wissen, was ist die Geschichte, die zu den Begriffen führt. Dazu gehört aber auch, wer benutzt das eigentlich praktisch und wozu? Und dann ist die Frage halt, wird Klassismus eigentlich zu etwas wie einer Erzählung, unter die sich viele Leute auch ja versammeln? Und wie handeln die dann eigentlich ihre ungleichen Positionen und Vorstellungen miteinander aus? So, weil jetzt ist es gerade ein sehr heterogenes Feld mit vielfältigen Akteurinnen und Akteuren. Es bringt auch ultra viel ein. Also es kann jetzt wirklich, es gibt so viele gerade Männer, die so im Journalismus furchtbar schlecht geschriebene Artikel droppen über Klassismus, wo man merkt, die haben sich so 3 Wochen eingelesen und wollen halt sozusagen die Wichtigkeit der Diskussion um Geld, Besitz, Erbe, aber auch Verfügungsgewalt, politische Machtpositionen und auch um die Frage, wie werden eigentlich gerade global Klassenkämpfe geführt und wie polarisiert ist eigentlich der Reichtum. Die wollen das gegeneinander ausspielen und plötzlich sind in der Zeit die Jungs alle Marxisten, wo sie vorher Marxismus nicht in den Mund genommen haben und sich das sozusagen verboten haben, so ein Framework zu benutzen. Aber Klassismus gilt dann halt als weiblich, als zu weich, als Schnulli, als nicht ernst zu nehmen. Diese ganzen Anwürfe kennen die ganzen Autorinnen, die in den Bänden publiziert haben, zu Genüge. Die werden halt mit kübelweise ekelhaftem Zeug überschüttet. Ja. Und das kennen wir schon aus den feministischen Bewegungen, aus den antirassistischen Bewegungen, dass die Leute nicht ernst genommen werden. Also das Problem ist nicht, dass die Leute nicht sprechen, die von bestimmten Dingen betroffen sind, sondern es gibt eine Form von Ignoranz, die auch bis ins Denken reicht. Also auch das Nicht-Denken-Wollen und das Nicht-Sehen-Wollen
spielt eine total starke Rolle. Und das betrifft auch marxistische Klassentheorien. So, also es gibt eine Erwiderung auf das Klassismuskonzept, gerade aus einer Zeitschrift, der Name mir jetzt nicht einfällt, wo im Prinzip gesagt wird, wir können einfach zu Marx zurück und eine Analyse der ökonomischen Ausbeutungsverhältnisse und der Mehrwertproduktion machen. That's it. Und ich finde das fatal. Und dann ist natürlich die Frage, warum machen Leute das? Ja, weil es gibt ein Feld, in dem die Experten für irgendetwas sind, wo sich jetzt andere einmischen, die sagen, maybe ist es komplizierter, maybe sind wir verstrickter und vielleicht brauchen wir dafür Begriffe und vielleicht sorgen die auch dafür, dass nicht nur die hegemonialen Erzählungen über Klasse, die eh bekämpft werden, schon mit dem Schichtbegriff früher und so weiter. Wir brauchen etwas, mit dem wir sagen können, warum änderst du eigentlich deine Kapitalismusanalyse nicht seit 40 Jahren? Warum hörst du nicht auf die Kritik, die es schon seit 100, 200 Jahren gibt, an einer bestimmten Form, in der Siegergeschichte auch in der Linken fortgeschrieben wird? Ja, was ich auch noch sehr interessant finde an einem Text, das vielleicht als kleiner Vorgeschmack schon, warum ihr euch das Buch kaufen solltet oder die Broschüre zur Jugendbildung, ist eigentlich dieses Lernen im Kampf, also dieses Lernen in Bewegung, Lernen in dem gemeinsamen Kämpfen. Du nennst das sorgende Theoriearbeit, aber das meint sozusagen eher was, dass man sich sozusagen auch in sozialen Bewegungen, auch in seinen Gruppenzusammenhängen da stellt und sich gegenseitig sozusagen auch Erfahrungen transparent macht oder die aus sich rausholt, um sie nutzbar zu machen, aber eben nicht, wie du ja vorhin gesagt hast, dass man dann oben da steht und sagt, okay, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht und damit müsst ihr jetzt, also das ist jetzt sozusagen mein Trumpf, den ich in der Karte habe, oder also nicht als gegen irgendwas ins Feld führen, sondern um Erfahrungen nutzbar zu machen für auch andere. Vielleicht kannst du das noch kurz ausführen oder genau. Ja, das sorgende Theoriearbeit ist tatsächlich einmal, weil ich finde, dass die Debatte um Sorgearbeit in die Klassenfrage massiv rein, also dass das Problem der Sorgearbeit in die Klassenfrage massiv eingeschrieben ist, weil natürlich, wenn die einen arbeiten gehen und dann Männer sind, dann ist die Frage, warum werden die qua ihrer zugeschriebenen Natur eigentlich in die Fabrik geschickt und sollen keine Sorgearbeit machen, dafür sind dann andere zuständig. Jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, das bedeutet aber, man macht natürlich, wenn man dann noch überlegt, wie viel Zeit die Leute in den verschiedenen Räumen mit was für Tätigkeiten verbringen, dann merkt man schon an der simplen Unterscheidung, selbst wenn man jetzt die nicht mitmacht als binäre Geschlechterunterscheidung, aber man merkt, dass natürlich einerseits eine Konstruktion von Geschlecht ist und andererseits aber eine real verschiedene Lebenserfahrung bedeutet. Und die Frage ist, wie wird sowas eigentlich berücksichtigt in Politik machen? Und ich fand immer wichtig, dass zu Theorie heißt ja, begründete Zusammenhänge herstellen und dafür brauche ich Begriffe und analytische Werkzeuge und diese Werkzeuge, die kriege ich halt irgendwo her. So, wenn ich die aber nur aus den Medien oder aus der Uni bekomme, dann kann sein, dass damit vielleicht bestimmte Realitäten weder abgebildet werden, noch dass sie damit sprechbar oder analysierbar werden. Das ist also ein Problem. Also es gibt nicht nur einen Klassenkampf um die materiellen Güter, es gibt natürlich einen ideologischen Klassenkampf, der halt dadurch strukturiert ist, dass man es halt mit großen, stark, also super ausgestatteten, komplett groß ausgebildeten Leuten zu tun hat, die dafür bezahlt werden, die Art und Weise des Denkens weiterzuentwickeln. Und das tut man, indem man halt bestimmte Begriffe erfindet, mit denen dann Leute, die die Begriffe nicht selber erarbeitet haben, auf ihren Alltag schauen und verstehen und deuten, was sie da tun. So, und das müssen halt kritische Linke und soziale Bewegungen selber machen. Und wenn man sich jetzt dann noch überlegt, ja, was ist denn dann mit den Leuten, die halt dann auch noch Kinder erziehen müssen oder die Pflegearbeit machen und die auf alle anderen gucken, nur nicht auf sich selber, was bedeutet dann Theorie für die? Das bedeutet, Theorie machen die anderen, die sich nicht um die Sorgearbeit kümmern müssen. Und das bedeutet aber, dass diejenigen, die vielleicht total genau wissen, was wichtige, sinnvolle Arbeit ist, nämlich Care-Arbeit, Fürsorgearbeit, also die Arbeit, die den Laden am Laufen hält, man weiß dann halt total viel, was es braucht, um zu sagen, was an der Gesellschaft schlecht läuft. So, wenn diejenigen aber sozusagen dann einfach nur denken, ich muss stark sein, es durchhalten,
ich darf keine Ansprüche stellen und so weiter, dann und die dann in der Theorie denken, ja, als Frau bin ich sowieso qua meiner Natur genau dazu verpflichtet, dann ist das natürlich ein Problem für Befreiungsbewegungen, weil das dann heißt, dass, wie sollen die Leute denn auf die Idee kommen, dass sie was anderes wollen dürfen? Und wie sollen sie da hinkommen wollen? Und deswegen ist Theoriearbeit selber ist ja total elitär verteilt. Also es gibt ja gesellschaftlich sehr ungleiche Arten und Weisen, wie was bewertet wird und was als wertvoll gilt und was als läppisch gilt. Also ein Beispiel ist politische Strategiedebatten versus Bildungsarbeit. Also die Leute sitzen dann da in strategischen, also in Treffen und überlegen sich politische Strategien und überlegen sich genau nicht, wie kommen denn beispielsweise eine alternative Weltsicht, wie kann man die denn eigentlich an die Leute bringen? Das ist eine unheimlich krasse Arbeit, weil da braucht man ganz viele Übersetzungsschritte. Und diese Übersetzungsschritte, die kennen Menschen, die in der politischen Bildung arbeiten. Das dauert total lange, bis Leute mal eine Perspektive übernehmen lernen, die nicht ihre eigene ist und auch rauszufinden, ja, will ich die überhaupt? Bringt die mir was? Und was kann die eigentlich? Das heißt, die Theoriearbeit ist mit der Frage verbunden, welche Weltsichten verallgemeinern sich eigentlich? Also welche Sicht auf die Welt hat sich eigentlich ausgebreitet? Und dann gibt's halt so ganz schlechte Vorstellungen, dass die Leute denken, ja, Propaganda, die haben es einfach rein in den Schädel bekommen. Nein, 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 so ist das nicht. Das machen Leute. In der Familie wird ausgehandelt, wer wie auf die Welt guckt. In Freundschaften, in Wahlverwandtschaften, da wird verhandelt, was ist denn jetzt die Perspektive auf die Welt, die wir miteinander teilen. Und das ist schon mega kompliziert. Wenn du dann noch Leute hast, die du nicht leiden kannst, aber deren politische Ziele du richtig findest, dann kommt plötzlich auch noch die Bündnisfrage ins Spiel, die auch wieder Zeit kostet und Geld und die auch wieder schwierig ist, weil wenn du total vollgeballert bist mit Arbeit, wie willst du dann Begriffe lernen? Wie willst du dann Theorie lernen? Und gleichzeitig ist Theorie etwas, das sagen Bell Hooks, das sagen Menschen wie Maya Anboger und andere, das hat einen existenziellen Wert. Theorie heißt, hinter den Vorhang zu gucken, auch wenn das Bild blöd ist, und in die Verhältnisse so reinzuschauen, dass man die Frage stellt, wie sind die denn so entstanden? Wem nützen diese Bedingungen eigentlich? Wer macht eigentlich was und wer profitiert wovon? So, da kann ich drauf gucken, wenn ich eine Analyse habe, die mir das ermöglicht. So, und ganz früh im Marxismus, aber auch in den frühen antikolonialen Bewegungen, auch in der Frauenbewegung, ging es immer darum zu sagen, es ist nicht Natur, es ist Geschichte. Geschichte wird von Menschen gemacht. Und wenn Menschen Geschichte machen, dann kann man das verstehen, dann kann man das lernen. Dann kann man die Mechanismen und Strukturen lernen, in denen Geschichte gemacht wird. So, Lernen braucht Zeit, Lernen ist schwierig und Lernen wird ganz vielen durch die Art und Weise, wie in Institutionen, Schule und so weiter gelernt wird, halt auch versaut. Und in dem Sinne finde ich das total gut, wenn Leute anfangen, über Klassismus zu sprechen und sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht, jetzt weiß ich aber nicht, was soll ich denn daraus lernen? Weil wenn ich einfach nur sage, meine Erfahrung ist meine Erfahrung, dann lerne ich nichts. Ich lerne aber was, wenn ich mich mit Leuten zusammensetze, die andere Sachen erfahren haben. Also was es beispielsweise heißt, von Klassismus und Rassismus betroffen zu sein. Das ist komplett anders. So, da kann ich als weißer Typ sagen, ja, ich könnte jetzt meine Fantasie befragen, da kommt nur Schlimmes bei raus. Wenn ich mir vorstelle, was wäre, wenn ich von Sexismus, Rassismus betroffen wäre, besser nicht. Aber ich kann natürlich überlegen, was heißt das, wenn ich als irgendwie dritte Generation Gastarbeiterkind weiß, was Klassismus heißt und auch weiß, wie Rassismus in der Weitergabe von Familienstrukturen wirkt und so weiter. Und ich muss gar nicht die Erfahrungen der anderen plattreden, indem ich sage, objektiv ist es anders. Ich muss aber auch nicht jede Erfahrung mit der Person teilen. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet, gemeinsam auf die Verhältnisse zu schauen? Welche Theorie brauchen wir dafür? Und wer bringt uns die bei? So, wer sind denn die Leute? Das lerne ich ja nicht im Job und auf der Uni oder das lerne ich auch nicht in der Schule. Das lerne ich auch nicht unbedingt da, wo ich es vermute. Und mittlerweile gibt es trotzdem total viele Leute, die benutzen TikTok, die benutzen soziale Medien dafür, um Insta-Stories zu machen und Sheets und Reels zu machen, um zu sagen, hey, wir lernen das gerade. Man kann diesen Punkt des Lernens nicht überspringen. Und wenn man den überspringt oder meint, man kann den überspringen, dann ist man immer sauer darüber, dass die Leute nicht verstehen, dass man ja voll die geile Analyse hat und dass sie die nicht übernehmen. So. Und dann entsteht so ein Gegeneinander, dann gibt es halt die Klugscheißer, die die ganze Zeit sagen, wie die Welt läuft,
und die sich aber null Platte darüber machen, wie ihre geile Weltsicht eigentlich an die Leute kommt. Und ich glaube, das hat System, weil wenn du deine Sichtweise zur Diskussion stellst und dann beweist sich erst, ob deine Theorie etwas kann. Deswegen musst du dafür Sorge tragen, wer kann die machen? Was passiert mit der Arbeit, die anfällt, die man aber nicht sieht, während man im Seminarraum sitzt? Wer putzt den? Wer bringt die Stifte? Wer bringt das? Ne? Wer passt auf die Kids auf? Wer hat jemanden zu pflegen? So, und wenn ich mich jetzt hinsetze, dann gibt es ja immer wieder diejenigen sozusagen, die, die 7 Stunden lang irgendwas reden können und das halt dann bereichernd finden, aber sich nichts davon merken können, was sie gesprochen haben und das beim nächsten Mal wieder so machen. Und das halte ich für eine Form von einer so einer Art, ja, selber einer Verdopplung eines Privilegs, überhaupt die Zeit und die Ressourcen und die Begriffe zu haben, Theorie zu machen. Und deswegen würde ich vorschlagen, mit einem Konzept oder mit einer Idee wie einer sorgenden Theoriearbeit zu sagen, wir machen so viel Theorie, wie wir in der Lage sind, arbeitsteilig zu organisieren. Wir machen nicht Theorie als Selbstzweck, wir machen nicht Theorie als abstrakte Turnübung in der Uni, auch wenn natürlich das total wichtig ist, dass man sich in Theorien bewegen lernt, wenn man sagt, dass Theorie etwas ist, womit man Praxis verstehen kann. Dann brauche ich irgendwie Übungen und brauche ich Leute, die mich auch ermuntern, die auch sagen, hey, du bist nicht doof, du bist schlau. Du hast nur bestimmte Erfahrungen im Gepäck, die vielleicht blöd sind und die dir vielleicht das Lernen und das Verstehen und Sehen wollen auch schwer machen. Und bestimmte Dinge willst du auch nicht sehen. Niemand will alles sehen, was so die Verstrickungen angeht. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Schöner Schlusssatz. Wir haben... damit sind wir, glaube ich, auch am Ende. Wir sind, glaube ich, bei den 20 Minuten angelangt. Wir haben uns vorher das Ziel gesetzt, dass wir diese Videos hier so bei 20 Minuten lassen. Wir werden sowohl den Sammelband Solidarisch gegen Klassismus von Francis Seeg und Brigitte Theisel, in dem du unter anderem auch ein Buch, einen Artikel geschrieben hast, aber auch die angesprochene Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu den Bildungsbausteinen zum Thema Klassismus, werden wir in der Infobox hier bei YouTube mit reinstellen. Mir bleibt zu sagen, danke dir und einem schönen Plädoyer, warum man durchaus auch neue Begriffe mal annehmen kann oder versuchen kann, weil sie nochmal genauer was anderes beschreiben. Dafür sehr herzlichen Dank, dass du hier da warst und ich hoffe, du hattest Spaß. Ja. Ja, auf jeden Fall. Solange es halt coole Leute gibt, die sagen, man muss nicht da bei bestimmten Sachen stehen bleiben. Es gibt aber viel zu lernen und es gibt eine Welt zu gewinnen mit einer Zukunft, die ihren Namen verdient. Solange ist der Fun nicht weg und gibt es halt total viel zu lernen, was off the radar passiert und da ist, wo der Fun ist.